Guten Nachmittag, meine lieben Zuseher. Heute geht's hier um eine sehr kurze Version. Ist der 136. Nachtrag zum Thema IQ ist nichts, Unbildung alles. Ich werde auf diesen Menschen eingehen und weil der nicht gerade gern gesehen ist und weil dieses Thema, ich habe ja gesagt, ich gebe auf, weil ich das Wissen retten will. Weil dieses Thema, was ich heute anspreche, hier nichts direkt auf diesem Kanal verloren hat, es aber woanders hingeladen wurde, dann kann ich darauf ruhig eingehen. Auch Uncut News ist nicht mehr sehr beliebt auf den entsprechenden Servern. Und dieser Mann hier, der hat entsprechendes geschrieben. Ich möchte ja nicht mal darauf eingehen. Es hat auch damit etwas zu tun. Und deswegen muss ich hier etwas, sagen wir mal, zurückstechen. Aber nur ganz kurz. Die erste Zeile aus diesem Schriftstück. Und zwar, wie ich kürzlich dargelegt habe, sind die amerikanischen Universitäten weit mehr darauf bedacht, eine inkompetente Gesellschaft zu schaffen, die einem Turmbau zu Babel gleicht, als gut ausgebildete Bürger hervorzubringen, die die Gesellschaft benötigt. Seit Jahrzehnten diskriminieren amerikanische Universitäten leistungsstarke weiße Bewerber zugunsten weniger fähiger bevorzugter Minderheiten. Dies wird als White Privilege bezeichnet. Vielleicht habe ich es eben falsch ausgesprochen, das mag mir egal sein. Ich gehe also hier auf diesen Text nicht weiter ein, weil der doch arg wieder mal aufstoßen könnte bei der woken Minderheit, die uns hier versucht, ihren Lebensstil aufzudrücken. Mehr kann ich hier in diesem Fall nicht sagen. Ich werde in der Videobeschreibung einige Links anbringen, wie immer, und dann nicht auf meinen Ausweichkanal, selbst da geht das nicht, und da entsprechend dann zu einem anderen Kanal verweisen. Einfach draufgehen und da lese ich auch den ganzen Text vor, sodass man sich das ruhig auf dem Handy in aller Ruhe anhören kann. Gib zu, ich bin echt aufgebracht, als ich das gelesen habe, weil da so viele tausende Gleichnisse drin sind. Es ist zum Heulen. Aber das soll uns nicht mutlos machen, sondern Wissen erwerben kann man auch ohne diese Affen, die uns da versuchen, irgendwie andauernd ihren dummen Lebensstil aufzudrücken. Das passt eigentlich sehr gut zusammen mit diesem Video, was ich mal vor 2,5 Jahren gemacht habe von diesem Professor, der da sagte, ich habe die Schnauze voll. Na gut, also bis zum nächsten Video. Wie gesagt, hier dann auf die Verlinkung gucken, nicht mitten im Video, sondern unten in der Videobeschreibung. Dann darauf gehen und Action. Alle guten Wünsche fürs Wochenende, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.